So, weiter geht's. Wir waren ja beim Bau unserer Eisenfabrik. Ist ja keine Stahlfabrik, ist Eisenfabrik. Dabei ging uns ein bisschen ins Baumaterial aus. Deswegen geht's jetzt schnellen Schrittes. Schnell ist relativ. In Richtung Beton. Lager. Ja, nehmen wir alles gleich mit. Auch fleißig produziert. Wir füllen mal kurz auf, wenn wir schon hier sind. Was uns hier noch fehlt, sind die Kupferbleche. Aber das möchte ich dann in der finalen Fabrik bauen. Das sehen wir dann gleich. Können wir kurz nach unseren Biogeneratoren gucken. Ja, sind wir immer noch auf der sicheren Seite. Nicht mal 50% vom Brennstoff weg. Und wir bauen ja jetzt kontinuierlich weiter aus. Schnell in die Forschung schauen. Das Problem ist, ich hätte gern das Exoskelett. Dafür bräuchte ich Quarz. Und der Quarz ist gefühlt eine halbe Meile weg. Oder auch mehr. Schauen mal, das sieht man hier hinten. Das ist ein ganz schönes Stück, würde ich sagen. Das dürfte der Sumpf sein hier unten. Also das ist eine, ja, ordentlicher Weg. Da müsste doch noch mal einer gewesen sein. Ich hatte es anfangs ja mal erwähnt, ich möchte eigentlich keine externen Hilfsmittel oder jetzt auf Karten oder dergleichen nachschauen. Das ginge schon von der Distanz her, aber jetzt bauen wir erstmal unsere Eisenfabrik weiter. Das ist der Anfang. Ich hatte es ja erklärt, mit den Förderbändern laufen bei mir ja immer außen rum. Dort sind die Rohstoffe immer angeordnet und werden dann bei Bedarf einfach immer abgegriffen. Aktuell ist hier natürlich die Förderbänder ein limitierender Faktor. Ich habe die MK2-Förderbänder schon zur Hand, aber ich kann sie noch nicht bauen, weil mir die verstärkten Eisenplatten fehlen. Und wie man sieht, das Förderband ist schon vollgelaufen. Das heißt, da werde ich jetzt demnächst hinten einfach einen Splitter setzen und mir den Überschuss in ein Lager einräumen lassen. Das gleiche werde ich mit den Stangen machen und auch mit den Schrauben erstmal. Und das gleiche dann mit den verstärkten Eisenplatten, die dann oben aufkommen. Mal gerade schauen, dass wir den sauber ausrichten. Das ist so der einzige, ja, was heißt Nachteil. Bisschen Sisyphusarbeit, dass die sauber sitzen. Sonst hat man nachher etwas schräge Förderbänder. Was man natürlich machen kann. Das war jetzt falsch. Falsch deswegen,
Das ist nämlich meine zweite Eisenstangenproduktion, die ich aber im Moment nur gebaut habe, dass das nachher ein bisschen zueinander passt. Also, dass man nicht ganz so durcheinander gewürfelt ist von den Produktionsstätten. So. Die darf ein bisschen mitproduzieren, wenn sie Lust hat. Und wir nehmen dich hierher. Das ist unsere Schraubenproduktion. Also die lasse ich jetzt einfach volllaufen. Und wenn ich die Förderbänder aufrüste, dann ergibt sich das eigentlich automatisch. Dass die Produktion besser laufen. Hinten haben wir ja schon angeschlossen. Da kommen auch schon wieder Stäbe raus. Natürlich nicht mehr viel. Aktuell produziere ich einfach nicht genug Eisenbarren. Was ich jetzt in dem speziellen Fall allerdings machen könnte, wäre, ich unterbreche das Förderband hier an der Stelle. Hat den Hintergrund, dadurch stauen sich die Eisenbarren hinten auf. Weil ich habe ja Förderbandsplitter, die mir immer 50% rausnehmen. Das heißt, es wird immer ein Barren im Kreis rumfahren zum Schluss. Und wenn sie sich aufgestaut haben, dann läuft eben mehr oder ist mehr weiter vorne zur Verfügung. Puff, okay. Das ging aber auch, dass man den eigentlich kleiner baut. So, da kommen die Schrauben. Ich überlege gerade, wo ich das Material am einfachsten abgreife. Wir könnten natürlich jetzt Quick and Dirty, weil das sowieso nicht so bleiben wird, sagen, ich setze die hier drauf. Wenn es gehen würde. Geht nicht. Oder hier vorne. Das, was ich jetzt mache, ist ein Provisorium, so lange bis ich die intelligenten Splitter bekomme, weil dann könnte ich hergehen und richtig gehend den Überschuss abzweigen. Das kann ich im Moment nicht. Das, was ich jetzt mache, ist eigentlich eher schlecht, weil ich zu viel Rohmaterial vorne abgreife. Aber mir bleibt im Moment nicht allzu viel anderes übrig. Es fehlen Eisenplatten. Das Problem haben wir gleich gelöst. Die Produktion würde ich im Übrigen noch stehen lassen. Für die Eisenplatten.
zweimal, dreimal. Jetzt nehmen wir uns hier noch jeweils ein Lager. Machen das aber von der anderen Seite. Wie gesagt, das ist jetzt ein Provisorium, bis ich mein Zentrallager richtig bauen kann. Holla, die Waldfee. Wo hat der sich ausgerichtet? Dementsprechend werden hier jetzt erstmal Materialien eingelagert. Hier kommt ja nichts mehr. Ich habe ja hinten den Zulauf abgerissen quasi. Deswegen können wir jetzt eigentlich uns das alles mal kurzerhand. Weg damit. Super. Habe ich doch mein Eisenplattenlager abgerissen. Ich voll honk. Das bauen wir einfach gleich wieder auf. Weil die Produktion, die da unten läuft, die will ich erstmal noch laufen lassen. Damit ich einfach mehr Stahlplatten noch habe. Eisenplatten lassen wir mal. Hier haben wir die Stangen, die packen wir da rein. Und die Schrauben packen wir auch rein und holen uns nur ein Stack wieder. So, damit haben wir mal ein bisschen was. Das, was ich jetzt im Prinzip oben noch kurz bauen möchte, ist, dass wir verstärkte Eisenplatten bekommen. Das heißt, ich brauche einen Fabrikator in diesem Falle. Und wir fehlen verstärkte Eisenplatten und Rotoren. Nicht nach hinten. Bauen uns die Werkbank hier vorne wieder auf. Schauen mal, dass wir das hinbekommen. Also, verstärkte Eisenplatten. Da können wir ein paar davon bauen.
Machen wir uns mal 10 Stück. Was brauchen wir denn? Ich will den hier haben. Das heißt, ich brauche... Ist der Rotor hier unten? Können wir uns auch bauen. Verstärkte Eisenplatten, das heißt, ich brauche Eisenplatten und Schrauben. 60 Schrauben ist schon schwierig, so viele produziere ich aktuell gar nicht. Aber ich kann ja jederzeit nachlegen. Muss ich gerade ein bisschen mogeln. Das nächste Förderband würde jetzt genau durch den Boden laufen und das würde ja einfach nur Käse aussehen. Deswegen gehen wir her und setzen das Förderband für die verstärkten Eisenplatten einfach eins höher. Ist falsch. Ich habe mir es fast gedacht, der hat es jetzt nicht auf. Die Platte gelegt, sondern... einfach oben aufgestellt, also nicht aufgesteckt, sondern er hat es einfach auf den Boden gepackt und dann passt der Abstand natürlich nicht so. Das soll ich demnächst sowieso schon breiter machen müssen. Ich hätte jetzt jederzeit natürlich die Möglichkeit, weiter nach oben zu gehen oder in die Breite zu gehen. Ich will jetzt erstmal nach, ja, heute glaube ich nicht, aber quasi mich hier weiter ausbreiten mit der Fabrik. Und dann sehen wir mal weiter.
Ja, ein weiteres Problem ist, ich produziere jetzt hier aktuell ja viel zu wenig. Ich greife ja auch noch Schrauben ab und ich produziere noch zu wenig Schrauben, aber das ist jetzt alles noch nicht mein Ziel, die Fabrik auf 100% Effizienz zu trimmen. Das will ich sowieso nicht. Ich arbeite immer mit Überproduktion. Meiner Meinung nach eine Fabrik, die ohne Überproduktion läuft, ist nicht ausfallsicher. Und rein theoretisch kann sie ja eigentlich nie volllaufen. Wenn, dann läuft sie sowieso nicht zu 100%. So. Dann haben wir hier jetzt mal die ersten verstärkten Eisenplatten. Und wie schnell die produziert werden, ist mir im Moment eigentlich relativ egal. Das ist jetzt nur ein Provisorium. Wie gesagt, ich kann mir noch nicht mein Zentrallager bauen. Jetzt muss ich halt irgendwie schauen, wie ich die Sachen erstmal sammle, damit ich die jederzeit abgreifen kann. Den Lift muss ich gleich umsetzen. Jetzt müssten hier ja ganz langsam auch die verstärkten Eisenplatten eintrudeln. Schrauben. Füllen wir mal wieder auf. Stangen können wir auch mal nochmal auffüllen. Eisenplatten nehmen wir mit, was wir kriegen können. Von den verstärkten Eisenplatten ist vermutlich noch nichts angekommen. Bis die jetzt einmal ihre Runde drehen, das dauert einfach etwas. Wie sieht der weitere Plan aus? Ich klöppel mir jetzt kurz ein paar verstärkte Eisenplatten. 41, die hauen wir uns mal kurz weg. Und dann würde ich fast überlegen, einmal auf Fischplattensuche zu gehen. Hier liegen ja einige Absturzstellen in der Nähe, in der Hoffnung, dass ich vielleicht das bessere Rezept für die Schrauben finde. Da gibt es einmal die Stahlschraube und einmal die Schrauben, die direkt aus Eisenbarren gemacht werden. Man spart sich dann quasi Produktionsschritte und ist dann entsprechend schneller fertig. Könnte ich bauen? Noch 20, das machen wir jetzt. Wir lassen die leer laufen. Dann muss ich mir neue Schrauben holen. Das ist aber kein Problem. Haben wir ja genug aktuell. Das haben wir ja gleich. Dann hoffe ich, dass ich mit den verstärkten Eisenplatten das Förderband upgraden kann, damit ich quasi schneller meine Rohstoffe geliefert bekomme. So, den Quarz lassen wir mal hier und das lassen wir auch da. Das wird leider nicht reichen. Sehen wir schon. Stärke der Eisenplatten nicht ausreichend.
paar haben wir hier schon. Das geht aber nirgends hin. Die nehmen wir auch mit. Dort hinten läuft ja auch eine Produktion mit Eisenplatten. Und wir gehen wieder zur Produktion über. Jetzt wird es ein bisschen zäh. Da ich jetzt erstmal verstärkte Eisenplatten mache. Und ich würde sagen, wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. So, weiter geht's. Etwas über 100 verstärkte Eisenplatten später. Es waren jetzt einige Minuten, die das so gelaufen ist. Wie wir sehen, hat der limitierende Faktor aktuell unsere Eisenplatten. Schauen wir mal, was in der Zwischenzeit wieder produziert worden ist. Ja, 80 Stück, ist ja gar nicht so ohne. Füllen wir gleich unser Material auch wieder auf, wenn wir schon dabei sind. Da sind wir gut bestückt. Nehmen wir auch komplett mit. Das nehmen wir auch komplett mit. So. Das ist schon MK2 Förderband. Hier vorne, das updaten wir auch gleich. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen mit unseren 111 verstärkten Eisenplatten. Jetzt der, das ist eine reine Quelle, wo der, na, draufsteht. Er fordert uns also 120 Rohstoffe, die jetzt nach hier hinten weitergehen. Das sollte uns also erstmal reichen. Den müssen wir jetzt auch noch upgraden. Den Rest natürlich auch von dem Förderband. Das hier. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man die einzelnen Teile zwischendrin nicht vergisst. Das hätte ich jetzt nicht mal updaten müssen. Was ich da jetzt machen würde, wäre das Vorderband hier auch updaten. So. Aber wir müssen jetzt schon deutlich mehr Eisenbarren rausbekommen. Wie wir jetzt sehen, das läuft schon deutlich besser. Die ersten zwei laufen jetzt mehr oder weniger voll. Und hier sind wir noch mit dem alten Förderband zugange. Das ist jetzt aber auch nicht so tragisch, weil hier kommt sowieso nicht mehr genug Material, um das zu füllen. Aber das wollen wir auch noch hochrüsten.
30 Redner, die ich machen könnten. Einfach eine höhere Produktionsrate bekommen. Wieso will er denn jetzt die Leitung nicht anschließen? Oha. Kann ich den MK2 von der Mast schon machen? Auch gern Eisenbarren und hier reicht uns ja wieder ein MK1 Vorderband, weil wir ja nur 30 rein, 30 raus haben. Und wir sehen ja, dass das Vorderband hier immer wieder in Stocken gerät. Sprich, wir haben auch genug Material, das reinkommt. Und wir gehen dann wieder her. Gleiches Prinzip. Und wir haben 30 Barren mehr auf dem Vorderband. Rein theoretisch, das könnte man eigentlich machen, das tut uns jetzt auch nicht weh. Material müssen wir haben, die haben wir vorhin abgebaut. Das Vorderband liefert uns ja 120 Rohmaterial. Sagen, dass er Eisenbarren machen soll. Strom hätte er unverschämterweise wahrscheinlich auch noch ganz gerne. So. Ja, wir sehen ja, dass das eigentlich ganz gut läuft jetzt. Vordere läuft schon immer voll, der vordere Lift, das ist gut. Irgendwann müsste jetzt der hier eigentlich auch voll laufen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen, ob wir in unserer Forschung noch weitermachen könnten. Ja, das könnte hinhauen. Der Rest haben wir, glaube ich, alles. Die wir da gleich 200 weghauen müssen. Würde ich da gleich einen zusätzlichen Stack mitnehmen. Davon haben wir genug und Beton haben wir auch. Dann würde ich sagen, schließen wir mal das Schredderprogramm ab. Milestone reached. You have been given early access to
The anti-waste effort for stress testing of materials on exoplanets bonus program. Funneling parts into the awesome resource sink, depending on their amount and complexity, will grant you coupons in the awesome store, which can be exchanged for bonus rewards. Examples of bonus content are parts, walls, factory attachments, and cosmetics. Fixit is working hard to develop additional options, which will be added to the awesome store in the future. Go that extra kilometer. Go awesome. So, Awesome Shop, den stelle ich mir schon mal hierher. Was natürlich eine schöne Geschichte wäre, sind die Wandmontagen. Die kann ich mir alle natürlich nicht holen, dafür muss ich ja erstmal Sachen machen. Was mir aber relativ wichtig wäre, wäre diese Leiter. Sind wir denn 37 Minuten? Nehmen wir gleich mit. Jetzt mache ich etwas, was einem wahrscheinlich in der Seele wehtut. Ich nehme jetzt einige Ressourcen mit, die wir schon produziert haben. Und wird die in provisorisch gestellten Schredder werfen und mit den Coupons mir die Leiter holen. Die Leiter macht es uns halt einfacher, wenn wir jetzt irgendwo unterwegs sind oder falls ich mal wieder runterfallen sollte, was ja noch nie vorgekommen ist. So. Den schon bauen. Ich hoffe doch, was fehlt? Verstärkte Eisenplatten. So. Die zwei, die bauen wir uns kurz. Eisenplatten. So. Ich baue den jetzt auch nur provisorisch wegen dem Stromverbrauch. Man muss ja die Energie nicht im Unverstand verheizen. Ich baue kurz ein Lager davor. So, wir nehmen mal Kabel, Kabel, Kabel. Kommst du rein? Die nehmen wir auch noch eins. So. Damit generiert er uns mal Coupons. Am Anfang geht es relativ schnell. Man sieht ihr jetzt, je nach Geräte und nach jedem Coupon werden es immer mehr Punkte, die man sammeln muss bis zum nächsten. Den lassen wir jetzt mal kurz laufen. Auch wenn ich es nicht brauche, muss ich die jetzt wohl machen. Und die 50 Rotoren
Rotoren produziere ich noch nicht. So. Mich interessieren wird der Weltraumlift. Hat eine imposante Animation nachher. Den könnte ich sogar schon setzen. Fast. Und das haben wir. So, der ist riesig. Mal schauen, ob wir den hier unterbringen. Würde ich jetzt vermutlich erstmal die Fläche gleich größer bauen müssen. Genau, Boden ist zu steil. Den werde ich sowieso gegen später noch ein paar Mal umsetzen müssen. Harvest. Ja. So, wir bauen mal den Weltraumlift jetzt hier irgendwo hin. Darüber kann ich nicht. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Also, Feuer frei. So, und jetzt gucken wir uns das ganze Schauspiel von weiter hinten an. Das alles? Nein, natürlich nicht. Hier kommt der Rest. Das Schöne ist, er braucht keinen Strom. Und was ich immer ganz gerne mache, ich verbinde den in aller Regel gar nicht mehr automatisch, sondern im Endschritt habe ich im Lager im Prinzip einfach einen Container stehen, da fülle ich das ein, was Richtung Vorderbandlift geht, und zwar genau die Menge, die ich brauche. Und der steht nachher im Prinzip im Zentrallager, da läuft sowieso alles auf und da kann ich das dann abgreifen, in den Container werfen, das läuft dann ganz genüsslich zum Weltraumlift, und wenn der fertig ist, können wir das Ganze in den Himmel schießen. Denn hier ist es nachher so, wenn alles drin ist, können wir das in den Weltraum schicken. Ja, wir haben es ja fast. Das macht unser Strom. Schlecht aus, aber
Spaß halber. Wie gesagt, die baue ich jetzt nicht um der Leistung wegen, sondern wegen der Laufzeit. Wenn ich das jetzt abreiße, dann füllt vermutlich. Jetzt brauchen die natürlich noch Futter, aber nachdem ich eh alle jetzt auffüllen kann, passt es doch. Wie sieht's hier aus? Und wir machen es einfach so, ich nehme mal alles mit, was mitgeht. Ich habe wahrscheinlich kein Grundmaterial mehr, doch. Da ist doch noch. Da kommt nichts mehr. Das Holz hier nicht weiter geschoben. Anzeigefehler. Ja, da liegt gar nichts drauf. Also auffüllen, auffüllen. Dann machen wir jetzt die ganze Reihe um. So, jetzt haben wir die alle mal voll. Packen den Rest wieder hier rein und ich nehme mir nur einen Stapel mit, weil die Kettensäge braucht schließlich Sprit. Coupons. Drucken uns die aus. Wir holen uns die Leiter. Uns zwei Stacks. Die nehmen wir alle mit. Alles mit. Die
nehmen wir auch alle mit. Ich denke, damit sind wir jetzt erstmal gerüstet. So, mein Gedanke wäre, hier irgendwo war ja das Quarz. Dass wir da jetzt quasi uns vorkämpfen und gleich mit Foundations uns eine Bahn legen. Dann haben wir hier hinten einen Zugang zum Quarz, da würde ich gleich einen Miner mit vorsehen und ein kleines Lager. Dann müsste das ja eigentlich passen. Das heißt, das Einzige, was ich eigentlich bauen möchte dort hinten, ist einmal so einer, ein bisschen davon. Ein MK1 Miner brauchen wir noch und wir brauchen noch ein Lager. Damit würde ich sagen, in der nächsten Runde nach einer kleinen Pause gehen wir auf Quarzsuche und schauen mal, was wir an Fundstellen ausräubern können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.